Hallo liebe Leute, willkommen bei einer wichtigen Folge der Online-Coaching-Lektion für Mountainbike- und E-Mountainbike-Fans bei den Basics. Und ja, es geht um das sichere Absteigen, weil man will ja Trails fahren, also schmale Pfade. Am Anfang fährt man ja mehr so Forstautobahn, breite Wege, dann wird es schmaler. Und wenn man dann schmalere Pfade fährt, dann werden die auch irgendwann steiler und technischer. Vielleicht kommen dann nochmal Herausforderungen wie enge Kurven und so weiter und so fort. Wie will man jedoch sich steigern, wenn man für die Option, wo man sagt, hier jetzt nicht weiter, hier wird es zu schwer oder hier muss ich abbrechen, keinen sicheren Abstieg hat, sondern eher einen Abstieg, der noch gefährlicher ist. Die meisten gehen leider beim Absteigen, wenn sie im Trail sind, mit der Hüfte zwischen Lenker und Sattel. Das muss auf jeden Fall vermieden werden, weil man dann auch schnell über den Lenker gehen kann, wenn man schon im steilen Gelände ist. Also jetzt eine sichere Variante zum Abstieg, das nennt man Sicherheitsabstieg, das macht man natürlich dann, das werde ich gleich auch mal zeigen, in einem Hang. Aber wenn man das noch gar nicht kennt oder nicht gewohnt ist, kann man auch die Bewegung, die man dafür braucht, auch erstmal isoliert üben. Das wären jetzt die einzelnen Übungen. Man kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich trainiere mal kurz diese Bewegung vom über dem Sattel sein, hinter den Sattel gehen, Fuß runter. So, um diese Bewegung ein bisschen reinzubekommen. Weil nachher ist es so, wenn man irgendwo im steilen Gelände absteigen will, kommt man zum Stand und steigt dann nach hinten ab, damit das Rad einen nicht mehr abwerfen kann, dass man sich überschlägt. Deswegen kann man das in der Ebene üben, bitte natürlich den Sattel runter machen, würdet ihr beim Bergabfahren ja eh. Es geht auch mit höherem Sattel, ist aber echt sehr unangenehm, weil der dann irgendwo am Brustbein hängt, der Sattel. Ja, und dann, wenn man diese Bewegung drin hat, kann man auch schon mal anfangen, das so in der Ebene zu üben. Manchen hilft es auch so ein bisschen zu denken, ich rutsche mit der Hose schön weit hinter den Sattel, dass man so nach hinten gleitet, weil manche am Sattel hängen bleiben. Oberschenkel ein bisschen nach außen, damit man genug Platz hat. Ja, und das kann man dann auch, wie gesagt, in der Ebene üben oder dann, wie ich es gleich mache, in einem Hang. Wichtig ist, komplett zum Stand kommen, dann absteigen. Wenn man mit dem hinteren Fuß zuerst absteigt, die hintere Kurbel, dann bleiben die Kurbeln auf einer Höhe. Was natürlich gut ist im fortgeschrittenen Bereich, wenn man verblockte Trails fährt, dass man nicht mit dem Pedal auf dem Stein aufkommt, weil das Pedal so runtergeht. Diesen Sicherheitsabstieg üben die meisten zu wenig und ich habe schon so viele Leute in den 12, 13 Jahren, wo ich Fahrt in die Kurse gebe, gehört, die Stürze hatten, weil sie bei einer heiklen Situation abbrechen wollten, dann mit der Hüfte, wie bei einer Ampel, die rot ist, wo man so nach vorne geht, über das Oberrohr kam, zwischen Lenker und Sattel und dann sich überschlagen haben. Manchmal ist auch, dass dieser unabsichtliche Notabstieg nach vorne auch gleichzeitig mit einer starken Bremsung kommt, dann geht es auch sofort über den Lenker. Diese Gewohnheit ist so gefährlich. Deswegen müsst ihr den Sicherheitsabstieg häufig üben, macht aber keiner. Deswegen mein Tipp, wie ihr es trotzdem lernen könnt, wenn ihr es nicht wirklich richtig einzeln übt. Und zwar macht euch doch mal ein Motto und sagt, oh, habe ich noch nie gehört, stimmt, wenn ich absteige, gehe ich immer nach vorne. Jetzt will ich mir das angewöhnen, dass ich dann nach hinten absteige. Dann macht doch jetzt immer, wenn ihr fahrt und ihr müsst mal kurz was trinken oder absteigen, selbst wenn der Sattel oben ist, ihr fahrt gerade eine Mountainbike-Tour, bitte immer nach hinten absteigen, jedes Mal, ohne Wenn und Aber, dann habt ihr die Bewegung auch ganz schnell im Blut und der Kopf verbindet ganz schnell dieses Sicherheits-Notabstieg-Ding mit dieser Bewegung nach hinten. Bitte übt das Schritt für Schritt und nicht direkt in einen super steilen Trail oder so, sondern erstmal unter kontrollierten Bedingungen. Bleibt dran. Und macht es einfach. Ihr werdet es mir danken später, wenn ihr jetzt mal die Situation hattet im Gelände, wo ihr das angewandt habt. Als Übungsaufbauer könnt ihr euch einen längeren Hang nehmen, dann könnt ihr direkt mehrere Abstiege machen. Also Szenario, man fährt langsam, auf den Beinen stehen, Zweifel, Zweifel, okay, Abbruch, das Rad kommt zu stehen, dann nach hinten absteigen. Wie gesagt, wenn die Bewegung total fremd ist, gerne mal in der Ebene auf dem Fahrrad ein bisschen üben. Und dann kann man von hinten auch wieder aufsteigen, Pedal richten und die gleiche Übung nochmal machen. Wenn man mit dem hinteren Fuß zuerst absteigt, bleiben die Kurbeln auch auf einer Höhe, dass nicht die eine Pedal direkt runter geht auf 6 Uhr und auf dem Pedal aufkommt, auf dem Stein aufkommt, meine ich.